Das ist das Mixtur-Trautonium in seiner neuesten Form. Es wurde konstruiert vor einigen Jahren von drei Professoren der Fachhochschule der Deutschen Bundespost. Und sie haben es Mixtur-Trautonium nach meiner Konstruktion, also nach Oskar Sala, genannt, weil das Instrument, nachdem sie es gebaut haben, hier steht. Das ist meine letzte Konstruktion. Das von mir damals Mixtur-Trautonium genannte, von 1952. Der Ursprung des Ganzen geht zurück über 60 Jahre. 1930 hat Dr. Ing. Friedrich Trautwein das erste Trautonium konstruiert. Ich war damals übrigens auch schon mit dabei, als junger Hochschüler, als Hindemith-Schüler, und habe ihm dann mitgeholfen. Das Trautonium ist von Anfang an durch seine eigentümliche Spieltechnik bekannt geworden, die sich, soviel ich weiß, bisher trotz der 60 Jahre, die es nun existiert, nicht wiederholt hat. Trautwein hatte die Idee, eine Saite über eine Metallschiene zu spannen. Damals zunächst mal aus finanziellen Interessen, das war was Schönes, Einfaches, eine Metallschiene, eine Saite und eine kleine Klimmlampe im Apparat. Und nun konnte man, wenn Saite und Schiene sich berühren, das so machen, dass das Ding zu schwingen begann. Und da die Saite nicht selber schwingt, sondern ein elektrischer Widerstand ist, konnte man alle Töne spielen. Eine andere Erfindung Trautweins hat dieses Instrument von Anfang an ausgezeichnet. Das sind die Klangfarben. Trautwein hat eine Schaltung entwickelt, die später mal den Namen Formant erhielt, weil sie eben das Charakteristikum einer Klangfarbe gezeigt hat. Man dreht an einem Knopf. Man kann also in verschiedensten Tonlagen und verschiedensten Rhythmen, in allem was man will, kann man Klangfarben erzeugen. Man kann das sogar mit einem Geräusch tun. Naja, nach dem Abitur bin ich nach Berlin gegangen. Ich hatte vor, zu Hindemith in die Kompositionsklasse zu kommen. Ich war natürlich in die Klasse integriert und habe auch fleißig begonnen, da zu arbeiten. Aber nach kurzer Zeit, das waren ein paar Monate, glaube ich nur, da sagte Hindemith zu uns, kommen Sie mal mit in die Rundfunkversuchsstelle da oben. Da ist ein Dr. Trautwein eingezogen, der baut da ein elektrisches Instrument. Und er hat uns da hinaufgeführt und da fanden wir in einem kleinen Raum oben in der Rundfunkversuchsstelle, dieses etwas lange Wort, aber immerhin, es war etwas ganz Eigentümliches, die einzige Hochschule damals, die mit der Rundfunktechnik konform ging und ausgebildet hat. Und da sahen wir einen Aufbau auf einem Tisch, einen kleinen Kasten. Ob es schon ein Kasten war, weiß ich nicht mehr. Es könnte sogar sein, es war nur ein Brett zunächst. Und dann war davor eine Schiene mit einer Seite und ich fand mich am nächsten Tag wieder da oben ein, das hatte mich interessiert. Und dann habe ich da oben mitgelötet. Und dann war ich natürlich gleichzeitig da oben, um auf dem Ding zu spielen und um zu sehen, wie spielt man denn da, die Mensur, wie kann man denn das machen mit den Knöpfen. Und das war Hindemith sehr recht. Er sagte, Sie sollen zwar im Unterricht weiterkommen, aber ich entlasse Sie mal zu 50%. Machen Sie mal da oben weiter und sehen Sie mal zu, dass wir die drei Dinger kriegen und dass Sie uns immer mal schön vorbereiten. Ich habe da noch den Professor Schmidt, den Pianisten, engagiert. Naja, und das ging dann ganz gut und dann haben wir angefangen zu üben, weil der große Meister mit Kompositionen kam. Er hat Trio-Stücke geschrieben, wie versprochen übrigens. Ja. Im Juni 1930 haben wir dann zu dritt diese Komposition geübt und öffentlich im großen Hochschulsaal gespielt. Trautwein hatte da Lautsprecher angefahren, der ganze Hintergrund war Schönberg kam. Und sah sich das an, ich spielte so ein bisschen, dann nahm er ein Notenblatt und schrieb vier Striche drüber, eine Note. Und dann schrieb er einen Bassschlüssel, vier Striche drunter und eine Note. Und sagte, können Sie das spielen? Und da sage ich, Herr Professor,
das kann man bestimmt spielen, die Töne sind drauf. Aber jetzt auf dem kleinen Instrument kriege ich das noch nicht raus. Naja, das müssen Sie mal rauskriegen. Aber die schönbergische Idee hat mir doch zu denken gegeben. Ich habe gesagt, was mache ich denn? Ja, selbstverständlich muss ich das spielen können. Und da habe ich mein Instrument umgebaut, habe ich zwei weitere Einstellungen reingemacht. Mit der einen konnte man die Bässe spielen, mit der anderen die hohen und meine Mitte blieb. Ja, nach diesem fulminanten Anfang ging es natürlich rasant weiter. Dann kam Telefunken und dann haben wir bei Telefunken ein neues Instrument gebaut mit einer schönen Röhre, nicht diese kleinen Kipplampen, die Trautwein da hatte. Und dann kam die Funkausstellung in Berlin, wo wir alle zusammen waren, mit Termin, mit Vierlingsinstrumenten, mit Neo Bechstein und auch mit Hellberger, das Hellertion. Und das war 1932. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es durch Gensmers zweites Konzert wieder eine große Anzahl von schwierigen Aufführungen in philharmonischen Orchestern, Rundfunksendern und eine ganz große Menge von Reisen. Dazu kamen noch Theater und Schauspiel. Und dann kam als drittes der Film. Und der Film kam also noch weit mehr als alles andere. Ein Film nach dem anderen. Wir wunderten uns alle, nicht wahr, wo das herkam. Aber es kam vielleicht daher, dass einige Filme gleich zu Anfang große Erfolge hatten. Ich denke Stahl, Thema mit Variation, Grand Prix in Noir 1960. 1962 kam die große Sache mit Alfred Hitchcock. Und die kam eigentlich deshalb, weil Remy Gassmann, der Mitschüler bei Hindemith, nach Amerika kam und bei mir Aufnahmen gemacht hatte, wir hatten ein Ballett zusammen gemacht und jetzt nun genau kannte, was bei mir los war. Und als er da drüben hörte, dass die nicht zu Rande kommen mit ihrem neuesten Film, ein wunderbarer Vogelfilm, aber der Meister ist nicht zufrieden und lehnt alles ab, was ihm gebracht wird. Ach, Krähen, das höre ich jeden Tag und Möwen, das ist alles, was ist denn, da muss noch was rein. Großes Aufregung. Und da sagte er, ich kenne jemand in Berlin, ich komme gerade daher, der könnte Ihnen das vielleicht liefern. Na ja, hieß es, was in Berlin? Na, da muss er herkommen. Na ja, nun, also herkommen, er hat ja nicht bloß ein Instrument, er hat ein Studio und das gehört alles dazu. Nicht? Na, nun, großes Rätsel an, was machen wir denn? Wir können doch unseren herrlichen Film, mein Gott, nach Berlin. Nicht? Na ja, dann haben sie sich aus der Affäre gezogen, indem sie erst mal einen Akt drüber geschickt haben. Er kam also mit einem Akt, dem besonders schwierigen, wo dann die Hepbrenn da oben beinahe getötet wird. Da mit diesem Akt kam er und den sollten wir also vertonen. Nun war das ja nicht der leichteste. Nicht? Und wenn man nicht weiß, was vorher ist und nicht weiß, was hinterher ist, schwimmt man so ein bisschen. Aber da kam nichts. Nicht? Der große Meister hat so eine Schwarte geschrieben, Tondrehbuch. Glauben Sie, ich habe da mal in meinem ganzen Leben einen Satz auch nur davon gelesen. Nein, ich habe das dann vertont, das Ding, der ist dann so geblieben, so wie er jetzt ist. So haben wir ihn dann rübergeschickt ungefähr. Nicht mit allen Hacken und Dings und durch Glas durch.